er kam dann in einen sogenannten Judenbetrieb. Das war die Firma Wiener Papier in der damaligen Meistersingerstraße, heute heißt es wieder Malerstraße. Und diese Firma hatte am ehemaligen Aspernbahnhof ihre Lagerbaracken. Und das waren natürlich Holzbaracken und Holzbretter haben auch Astlöcher. Und durch diese Astlöcher kann man bekanntlich auch durchschauen. Und so konnte mein Vater zum Beispiel auch den Abtransport der Juden vom Aspernbahnhof beobachten. Er ist natürlich jeden Tag in einigermaßen aufgelösten Zustand nach Hause gekommen, denn man wusste ja nicht, ob und wann man möglicherweise auch dran ist. Und ich habe in späterer Zeit, bin ich sehr oft mit der damaligen, also jetzt ist noch immer die S7, die Flughafenschnellbahn gefahren und die Leute haben immer gesagt, es hat keiner etwas davon gewusst. Aber entlang des ehemaligen Aspernbahnhofs ist eine Straße und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind Häuser aus der sogenannten Gründerzeit, also 1910. Und es kann mir keiner erzählen, dass die Leute nicht bei dem Fenster runtergeschaut haben und gesehen haben, in welcher Art und Weise man die Menschen da verlädt. Und natürlich, dass man die nicht auf Urlaub führt, das hat man sich an fünf Fingern ausrechnen können. Was hat Ihr Vater erzählt davon? Ja, er hat eigentlich nicht sehr viel erzählt. Er hat nur das immer angedeutet und man hat das mehr oder weniger nur an der Gestik entnehmen können, in welch, naja, seelischen Zustand er war. Er hat das ja gesehen und dass man die dort hineingestopft hat. Die Kapos waren zum Teil selber Juden und die haben sie natürlich auch nicht besonders fein benommen. Allerdings möglicherweise mit dem Hintergedanken, wenn sie sich so benehmen, dann würde ihnen dieses selbe Schicksal erspart bleiben, was natürlich nicht der Fall war. Denn letzten Endes sind die genauso abtransportiert worden. Ja, wie alt waren Sie damals? Das war im Jahr 1941, also 9 Jahre. Woran erinnern Sie sich? Was hat Ihr Vater erzählt oder was hat er angedeutet? Er hat nur gesagt, also das Schreien und dass man diese Leute geschlagen hat und wenn man sie versucht hat, in diese Waggons hineinzutreiben. Zum Teil waren das Viehwaggons, zum Teil waren es aber auch Personenwaggons. Also es war ganz, ganz unterschiedlich. Und er hat das nur so erzählt, eben, wie gesagt, zum Teil hat man wahrscheinlich auch auf mich Rücksicht genommen. Ich habe das sehr wohl mitbekommen, aber naja, man hat gehofft, dass ich es nicht ganz verstehe. Ich habe das Gefühl, er hat es zum Teil selber nicht richtig ausdrücken können. Er war nur, wie gesagt, eben sehr schockiert von dieser ganzen Sache und er hat das gesehen und heute gibt es ja den Aspernbahnhof nicht mehr.